Wow, schon wieder ein Charakter an. Sie ist wieder nicht so witzig, noch nicht so romantisch und auch nicht so neugierig. Aber dafür mehr tapfer. Und hat irgendwie zu jedem so eine gleiche Beziehung. Okay, das wollte ich wissen. Sie hat nur ein Drittel Beziehung zu allen. Sie ist nur ein Drittel Freund. So wie wir beide. Jo! Hey, dieser Ofen. Ah, das ist kein Ofen, das ist eine Gedenktafel. Wie sah das aus? Cool. Was war das denn? Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Wieso liest du das so dramatisch vor? Das ist ein dramatisches Spiel. Hm. Es hat verdient. Tutorial. Während du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Oh, ist es weg? Jo. Okay, nimm es mal in die Hand. Und guck rein. Ein Führungstotem. Irgendwas mit einer Krähe, was? Okay. Und wurden wahnsinnig. Was? Wir setzen quasi einen Film zusammen. Das war ganz schön eklig. Ja. Irgendwie musste ich da an mich denken. Nein, auf dem Zoll. Nein. Ach komm, lauf doch ein bisschen schneller, ey. The past is beyond our control. Ach nee. Natürlich kann man die Vergangenheit nicht mehr ändern. Sieht voll schön hier aus, guck mal. Chris? Ja, bist du hier? Nein, bin ich nicht. Oh, hier ist ein Rucksack. Komm, wir stöbern den mal. Der Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Man schnüffelt nicht herum. Das ist ein Freund. Aha. Sieh an, wer da ist. Hey, Schnüffler. Chris! Voller Hässliche. Chris ist verknallt in Ashley. Beschützerisch, humorvoll, methodisch. Oh. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also, ich habe da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Aber ich wollte vorher das dort hinten nachgucken. Ha, ich folge dir nicht, du Ficker. So, schauen wir mal, was hinter dieser Tür sich verbirgt. Nix. Okay, es ist abgeschlossen. Komm. In wen ist das gesagt? In Ashley? Ja, okay. Wer auch immer das ist. Also es ist jetzt Sam und Chris, okay? Oh Mann, sieh doch mal. Gesucht. Milgram. Victor. Geschlecht männlich. Irgendwer hat das wohl geglaubt. Ach komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Größe
188. Letzte bekannte Adresse: Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16. März 1998. Da war ich, by the way, noch 6 Jahre alt, glaube ich. Nein, 7. Da war ich. Nein, da wurde ich 7 in dem Jahr. Ich kann nicht mehr rechnen. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood. Police Monty Provincial de Blackwood. July 1998. Was für Beritten? Haben die Pferde oder was? Ja, das nennt man Beritten. Nicht sie werden geritten, sondern... Ich weiß. Was ist da aus was? Aktuell folge Chris und sieh dir an, was er gefunden hat. Mein Penis. Tada! Mein Penis. Ziemlich krass, oder? Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, groß. Ey, ich will schießen. Okay. Oh, schon 9 Minuten vergangen. Oh, darf ich jetzt schießen? Darf ich jetzt schießen? Ich glaub, bitte, ja. bitte. Wie mache ich das jetzt? Was soll ich abschießen? Ist das das, was ich schießen muss? Mhm. Oh. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Ich bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleiner. Naja. Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nein. Du wirst nicht auf dieses Eichhörnchen schießen. Hatte ich nicht vor. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, das Eichhörnchen nicht töten. Schmetterlingseffekt aktualisieren. Mann, das ist... Wo ist denn wir dieser Typ? Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, stopp. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Ja, die ist zurückgekommen. Gar nicht, wie er das aushalten kann. Ich wäre... Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Das wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Ladies first. Ein wahrer Gentleman. Weißt du, wie mich dieser Chris ein bisschen erinnert? Hm? An einen sehr guten Freund von dir. Daran dachte ich eigentlich auch. Ach, als ich zuerst mal gesehen habe. Die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Blackwood Pines, Hotel und Sanatorium. Welcher für einen gesunden Körper. Da oben ein Haus, um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Oh, eine Überwachungskamera-Bildschirm-Ding. Hä? Ich glaube, da sieht man nicht viel. Das flimmert halt ein bisschen ekelhaft. Das
sich an, als ob die selber gekommen wäre. Hm. Schauen wir mal. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber okay. Einsteigen. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ach, ich hoffe, wir tun das Richtige. Was? Naja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein, es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar, lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay, dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sportbingers gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Dritte Klasse Sport-BH. Musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat. Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Aber der Typ hat eine ganz andere Art als mein Kollege. Mhm. Von daher nur optisch. Mhm. Nur optisch. Okay, wir kommen jetzt an, oben an der zweiten Seilbahnstation. Oh, da sitzt schon jemand. Jazz. Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig und respektlos. Wer ist Mike? Den lernen wir wohl noch kennen. War Mike nicht der Blonde? Mike, das ist Chris. Ah. Chris und Sam haben wir jetzt kennengelernt. Okay, also es ist ein Bitch. Wieder. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute, Zeit sie zu begrüßen. Was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Ich dachte schon, ich muss entscheiden. Ja, nein. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Noch erklären. Sicher mit dem zusammen. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ach, ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam? Oh, hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Ehrlich, hätten die Lodge nicht an der...